Wie spricht man eigentlich mit Taubblinden? Das ist gar nicht so einfach. Sprache können sie nicht hören und wildes Gestikulieren nicht sehen. Stattdessen muss die eigene Hand herhalten, als Auge, Stimme und Ohr. Und die Handkommunikation in Deutschland kennt eine eigene Sprache. Lormen. Also meine Mutter sieht und hört nichts, kann also praktisch nicht alleine vor die Tür gehen, weil sie ja voll auf fremde Hilfe angewiesen ist. Taubblinde kommunizieren übers Lormen. Das bedeutet, dass man die Wörter oder das Gesagte in die Hand buchstabiert. In Deutschland gibt es zwischen 4.000 und 6.000 Taubblinde. Dank der Handsprache können sich alle, die Lormen gelernt haben, miteinander verständigen. Doch die meisten Kommunikationswege des 21. Jahrhunderts bleiben ihnen verschlossen. Sie können nicht telefonieren oder skypen, auch nicht chatten oder SMS schreiben. Bis jetzt. Am Design Research Lab Berlin ist man gerade dabei, das zu ändern. Das Problem beim normalen Lormen ist, dass ich nicht über Distanz Nachrichten vermitteln kann, weil ich muss die Person immer anfassen, wenn ich mit ihr sprechen möchte. Und dieser Handschuh überbrückt jetzt dieses Distanzproblem, weil er nämlich den Text versenden oder empfangen kann. An der Innenseite des Handschuhs befinden sich druckempfindliche Sensoren. Mit ihrer Hilfe wandelt das Handschuhsystem die gelormte Nachricht in digitale Texte und schickt sie an Handys oder Computer. Auf gleichem Weg können Nachrichten auch empfangen werden. Auf der Rückseite befinden sich vibrotaktile Motoren, die genau an den Stellen vibrieren, an denen einzelne Buchstaben des Lorm-Alphabets liegen. So können Taubblinde endlich auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die nicht lormen können. Bärbel Klapöttke übersetzt für ihre Mutter Rosemarie. Ich hätte das erste Mal in meinem Leben ein eigenes Handy. Ich könnte das benutzen, egal wo ich bin, und kann jeden erreichen. Um an Informationen über die Welt zu kommen, sind Taubblinde auf ihnen nahestehende Personen angewiesen. Auf die Familie oder auf Betreuer. Diese Menschen filtern sämtliche zur Verfügung stehende Informationen für sie vor, einfach um Zeit zu sparen. Auch diese informationelle Abhängigkeit möchte das Projekt abschwächen. Als taubblinder Mensch eher habe ich nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt im Internet zu surfen und mir auf Wikipedia irgendwas rauszusuchen oder eine Information zu beschaffen, sondern ich muss immer denjenigen fragen, der das dann für mich übersetzt. Und das ist zum Beispiel eine Grundidee auf diesem Datenhandschuh, der die Menschen in ihrer Entscheidungsfreiheit, in ihren Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen, mehr autonomisiert. Ob Taubblinde sich selbst als behindert erleben, hängt in hohem Maße von der Gestaltung ihrer Alltagsgegenstände ab. Die enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen hilft den Designforschern, die Funktion des Lormglove-Prototyps immer weiter zu verbessern. Aus Behinderung wird so Beeinträchtigung. Eigentlich ist es beim Lormen so, dass man normalerweise eine Handseite verwendet. In der Regel ist es die Handinnenfläche. Und wir wollten aber eine gewisse Alltagstauglichkeit aufrechterhalten. Und wenn ich dann diese Motoren in der Handinnenfläche habe, dann ist das, kann das sehr störend sein. Deswegen haben wir gesagt, können wir die vielleicht zumindest jetzt erstmal auf die Rückseite des Handschuhs positionieren. Und das war uns aber natürlich nicht klar, ob das überhaupt dann funktioniert. Ein großes Problem, den Handschuh anzupassen, war, dass das für Menschen, die sehen und hören können, die haben nicht das gleiche Gefühl wie wir Taubblinden. Sprich, ich habe den Handschuh angehabt und habe dann letztendlich Tom erklärt, wie er die Punkte genau setzen muss, damit man das als Taubblinder gut erfüllen kann. Aus dem Lormglove-Projekt lässt sich auch für die Gestaltung anderer Arbeitsbereiche lernen, auch für das Umfeld Nichtbehinderter. Nutzen könnten Erkenntnisse aus dem Handschuh-Experimenten etwa Arbeitern in lauten Fabriken. Vielleicht könnten zumindest rudimentäre Informationen auch an solchen Orten über interaktive Handschuhe vermittelt werden. Und vielleicht könnte Rosemarie sich dann eines Tages einen industriell hergestellten Handschuh kaufen.